Ihr lieben Brixies, es ist schon wieder soweit. Ein neues Gewinnspiel ist zu Ende. Bis Freitag konntet ihr teilnehmen, nämlich mit dem Hashtag Folienfan unter meinem letzten Fanpost-Unboxing. Da haben nämlich einige von euch, und das will ich hier am Anfang nochmal eben erwähnen, weil es mich so erstaunt hat, haben Leute von euch mir eben Sachen zugeschickt, die ich euch zurückgeben kann und damit ihr eben auch ein bisschen was davon habt. Das heißt, diese Preise, die wir heute in diesem Video verlosen, die kommen nicht von mir, sondern von Davide und Robin. Ich hoffe, ich habe Davide jetzt richtig ausgesprochen. Ich muss dazu sagen, beim letzten Mal habe ich einfach nur David gesagt, aber er wird hinten mit E geschrieben und deswegen ist es Davide. Ich hoffe, diesmal war es richtig. Und Davide und Robin, die haben mir einfach einen Haufen an Folienbeuteln und natürlich auch noch ein paar andere Sachen zugeschickt, die ich euch zurückgeben kann. Und genau das Video soll heute zeigen, wer eigentlich was hiervon bekommt und was es letztendlich eigentlich für wen zu gewinnen gab. Als erstes müssen wir natürlich klären, welche Preise es eigentlich gibt und wer eigentlich dann was gewinnen kann. Es gibt insgesamt 5 Preise, die gewonnen werden können. Und den 5 habe ich euch eben schon gezeigt. Das sind nämlich diese 3 Folienbeutel oder Polybags oder wie auch immer. Das ist nämlich einmal der V-Wing. Ich finde den mega klasse. Der ist für mich auch ein absolutes Highlight hiervon. Dann haben wir den AT-AT, tatsächlich den neuesten davon. Den habe ich hier auch vorgestellt. Ein sehr, sehr schönes Ding. Und tatsächlich auch Design vom gleichen, der auch den UCS AT-AT designt hat. Und als letztes haben wir den TIE Whisper mit dabei. Der war so oft hier mit drin. Den hat, glaube ich, jetzt mittlerweile jeder von den Gewinnern, hat, glaube ich, einen von denen dabei. Und deswegen, der ist natürlich auch ziemlich cool. Die Teile, die finde ich hier am interessantesten. Das ist aber natürlich nur Platz Nummer 5. Es gibt noch 4 weitere. Platz Nummer 4 überschneidet sich ein bisschen mit dem Platz Nummer 5. Das liegt eben daran, dass ein paar der Polybags eben doppelt hier mit drin waren. Und das eine davon ist der AT-RT und das zweite, ich habe es ja eben schon angekündigt, ist der TIE Whisper. Das heißt, die beiden wird der Platz Nummer 4 eben auch bekommen. Zusätzlich gibt es dann noch obendrauf den U-Wing als Foilbag und mein persönlicher Favorit, der TIE Bomber. Ein absolut geniales Teil. Platz Nummer 3 geht natürlich auch nicht leer aus. Wir haben wieder die beiden Altbekannten mit dabei, nämlich den AT-AT und den TIE Whisper. Dazu gibt es diesmal allerdings auch wieder was Interessantes, weil schon ein bisschen älteres, nämlich den Kylo Ren's TIE Silencer. Und jetzt wird es richtig spannend, denn der Platz Nummer 3 bekommt zu den 3 Polybags auch noch dazu die Bo-Katan Kryze. Ich weiß, es ist natürlich jetzt kein Foilbag, aber es ist ein Paperbag und gehört jetzt quasi mit dazu. Also die Bo-Katan Kryze, die kommt dann hier noch auf den Haufen mit dazu. Und damit kommen wir auch schon zum Platz Nummer 4. Und dieser Platz Nummer 4, der hat etwas ganz Besonderes. Der hat nämlich nicht nur Folienbeutel mit dabei, sondern gleich ein richtiges Lego-Set obendrauf. Und dieses Lego-Set ist in dem Fall die Slave One, der Microfighter. Den hatte Robin einfach bekommen, ich glaube zum Magazin-Abo oder so und konnte den nicht gebrauchen. Weil er den, glaube ich, schon hatte oder so. Wie das so üblich ist, ist es natürlich mit der Post verschickt worden und leider ein bisschen defekt, aber das Lego drin ist natürlich noch komplett normal und richtig und aufbaubar, sage ich mal. Und die Figur ist, die ist einfach der Wahnsinn. Also ganz ehrlich, das Set ist wirklich toll. Deswegen, das gibt es einmal für den Platz Nummer 2. Und zusätzlich natürlich darf er nicht fehlen, zum einen der AT-RT als Foilbag. Dann gibt es aber noch ein paar Figuren und zwar gleich 2 Stück hintereinander. Das eine ist der Imperator Palpatine. Eine wunderschöne Figur, die wir jetzt auch lange nicht mehr gesehen haben. Das Einzige, was mich daran eigentlich nur stört, ist, dass der Umhang hier richtig ist und hier ist er irgendwie der alte. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie haben sie das vergessen zu ändern oder verpennt zu ändern. Keine Ahnung. Und das Zweite ist natürlich, auch dann darf er nicht fehlen, der Sith Trooper, um mit den beiden Episode 7, 8 und 9 darstellen zu können. Vielleicht kriegt man aus dem AT-AT hier auch noch so ein AT-M6 hin oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob man dafür viel ändern muss, aber das ist bestimmt möglich, oder? Und damit kommen wir auch schon zu Platz Nummer 1 und der Platz Nummer 1, der hat etwas ganz Besonderes, der ist nämlich kein Lego. Und das ist nicht wie hier eben der Boba Fett Starship oder was weiß ich, eben kein Foilbag, sondern es ist tatsächlich kein Lego. Denn der liebe Robin, der hat noch etwas mehr beigelegt als nur ein paar Foilbags, nur in Anführungszeichen natürlich, sondern eben auch einen Haufen an Zahnputz-Etuis und Zahnputz-Zubehör etc. Und zwar nicht nur irgendeins, sondern von Star Wars. Und ich feiere das extrem. Ich hätte es am liebsten selbst behalten, aber das ist natürlich für euch gedacht. Und ich weiß, ich würde es eh nicht benutzen. Deswegen ist es bei euch auf jeden Fall besser aufgehoben. Hier haben wir einmal das Bambus-Reise-Etui für Zahnbürsten. Die Macht, du hast, den Planeten zu retten von Yoda. Mega, mega cool. Das Ganze eben aus Bambus finde ich sehr, sehr klasse. Dann gibt es dazu noch eine Zahnbürste, nämlich eine Bambus-Zahnbürste mit 3 Wechselköpfen mit Griff. Nämlich einfach hier wirklich cool mit den Charakteren oben drauf. Mando, Grogu und Ahsoka. Die Ahsoka ist wirklich mein absoluter Favorit. Aber es soll ja nicht sein, dass du die nur einmal nutzen kannst und dann geht das Ding wieder weg oder beziehungsweise halt ganz lange nutzen und dann geht das Ding irgendwann weg, sondern es gibt natürlich noch eine zweite dazu, nämlich von Obi-Wan Kenobi. Möge die Macht mit dir sein, mit Obi-Wan, Vader und
Bin mir gar nicht sicher, wer das ist, aber irgendwer natürlich irgendwie bekannt ist. Also ich hätte jetzt fast gesagt, das ist Ray, aber das passt überhaupt nicht dazu. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das ist. Dazu gibt es dann noch was und das war es immer noch nicht. Wir haben nämlich noch zwei Bambus-Zahnbürsten-Halter, nämlich einmal mit Obi-Wan und einmal mit Mando vorne drauf. Und ich möchte ganz ehrlich sein, ich weiß gerade nicht, wo er die alle her hat. Ich finde das auf jeden Fall mega, mega klasse. Aber da natürlich auch der Platz Nummer 1 ein Folienfan ist, was der Kommentar natürlich ganz, ganz eindeutig beweist, konnte ich ihn jetzt auch nicht komplett ohne Lego und ohne Folienback hier gehen lassen. Deswegen gibt es für dich natürlich auch noch einen Sith Trooper obendrauf. So, ihr Lieben, das sieht mega, mega spannend aus. Ich freue mich, was alles hier liegt und was ihr dann demnächst in den Händen halten könnt oder zum Basteln benutzen, was weiß ich. Jetzt wollen wir aber dazu kommen und einmal gucken, wer denn eigentlich von diesen Preisen hier von euch was bekommen darf. Und dafür habe ich hier natürlich mein iPad schon einmal vorbereitet und da gucken wir jetzt einfach mal rauf. Mein Video ist schon zu sehen, also dieses Video darunter konntet ihr eben kommentieren, nämlich den Hashtag Folienfan. Und dieser Hashtag Folienfan, der könnte jetzt manchen von euch, also 5 Leuten genauer gesagt, jetzt wirklich zugutekommen, sage ich mal. 420 Leute haben hier kommentiert und ich nehme an, dass die meisten davon eben den Folienfan auch genutzt haben. Sehen wir uns natürlich gleich an. Und ich bin mega gespannt. Wir klicken hier einmal auf Teilen und Link kopieren, damit wir den Link einmal mit dabei haben. Meine Hände leuchten voll. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse stören nicht zu sehr. Und dann habe ich in der Beschreibung natürlich hier auch die Website, über die ich das machen möchte, verlinkt. Das ist https://pickawinner.co. Und da klicken wir jetzt einfach mal rauf, öffnen das in Safari und dann gucken wir uns das mal an. Die Seite sieht so aus und dann brauchen wir einmal den YouTube-Link. Den werde ich einmal kurz einsetzen. Und dann steht hier Fetch. Da können wir einmal die Kommentare suchen. Dann gehen wir Anything Goes. Da muss man dann eben hier einen Keyword-Filter eingeben. Und dieses Keyword ist in dem Fall natürlich der Hashtag Folienfan. Da muss ich mal ganz kurz tippen. Folienfan. Also genauso geschrieben, wie ich es im Video auch gesagt habe. So muss das sein. Allow Duplicates haben wir aus und Replies dürfen natürlich auch mit rein. Also Antworten werden mitgezählt, aber wenn jemand doppelt da kommentiert hat oder so, was einige gemacht haben, finde ich immer noch doof, aber das wird natürlich nicht mit reingenommen. Ich sage es jedes Mal wieder. Und jetzt klicken wir einmal auf Continue und er sucht sich die Kommentare, die drin sind. Und ihr könnt schon sehen, das sind einige dabei, über 200, über 300 sogar. Es sind 330 Kommentare, die den Hashtag benutzt haben. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich würde sagen, mit den Worten, weil es hier ja, wenn man raufklickt, nicht irgendwie so ein Raffle gibt, sondern da wird gleich ein Kommentar angezeigt. Damit kommen wir auch schon zum ersten Gewinner, nämlich dem Platz Nummer 5, der jetzt demnächst ein TIE Whisper, den AT-AT und den V-Wing in der Hand halten wird. Und ich klicke jetzt einfach auf Pick a Winner und dann können wir mal schauen, wer denn der Glückliche ist. Wir klicken drauf und es ist... Na, Magic Suit, herzlichen Glückwunsch an dich. Das freut mich ja mega. Sehr gut, dass das Video so lang ist. Hashtag Folienfan. Na, das freut mich doch sehr. Also an dich natürlich ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast schon ein Herzchen von mir bekommen. Und natürlich, du hast jetzt eben auch noch mehr von mir. Oder nicht von mir, sondern von Davide und Robin. Nämlich den AT-AT, den TIE Whisper und den V-Wing. So, nun klicken wir einmal weg. Hier sind noch 329 Kommentare übrig. Und damit kommen wir natürlich auch schon zum Platz Nummer 4. Und hier haben wir dabei den TIE Bomber, den TIE Whisper, den U-Wing und den AT-AT. Und auch hier klicken wir natürlich einmal wieder auf Pick a Winner und gucken einmal, was er mir denn hier so rausspuckt. Der Gewinner von Platz Nummer 4, der ist, na, wer ist es? Mr. Pop oder MR Pop. Klasse Video, wie immer, Hashtag Folienfan. Also natürlich auch an dich, herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Du bist jetzt bald stolzer Besitzer von 4 weiteren Foilbags für deine Sammlung. Ich hoffe, du hast die noch nicht. Ich freue mich natürlich ganz, ganz herzlich für dich. Und auch hier werde ich einmal ganz kurz das wieder zur Seite legen und wir machen weiter mit dem Platz Nummer 3. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend, weil der Platz Nummer 3 natürlich auch die Bo-Katan Kryze dabei hat, zusammen mit dem Kylo Ren Psi Silencer, dem TIE Whisper. Die beiden sind natürlich auch sehr, sehr ähnlich, sind aber nicht das gleiche Schiff, habe ich rausgefunden. Dann haben wir den AT-AT noch drin und ich würde sagen, auch hier klicken wir natürlich einmal auf Pick a Winner und schauen einmal rein, wer der neue Gewinner oder der neue Besitzer von diesen wunderbaren Foil/Paperback sein wird. Wir klicken drauf und es ist natürlich, wer könnte es anders sein, Mark, Hashtag Folienfan. Der hat super, super oft kommentiert, also nicht den Hashtag Folienfan, sondern generell ganz oft unter meinen letzten Videos. Deswegen ganz liebe Grüße gehen raus an dich und natürlich einen herzlichen Glückwunsch an dich, weil du hast ganz schön viel Lego gewonnen hier. Und damit bleiben noch insgesamt 327 Kommentare, die jetzt noch teilnehmen für den Platz Nummer 2 und Platz Nummer 1. Und jetzt wird es natürlich so richtig, richtig spannend. Ich meine, die Bo-Katan Kryze-Figur ist schon weg, also das Spannendste, das haben wir quasi schon auf dem Weg. Und die anderen Foliebags natürlich auch. Jetzt kommen wir aber natürlich zum ersten
ersten Set, und zwar Boba Fett Starship Microfighter und dann natürlich noch einem Haufen an Foilbacks dazu, nämlich dem Imperator Palpatine, dem Sith Trooper und dem AT-AT. Und ich würde sagen, auch hier gucken wir natürlich einmal rein, wer denn der Gewinner von diesem wunderbaren Haufen an Lego-Steinen sein wird. Und ich hoffe natürlich, dass es jemanden trifft, der die noch nicht hat oder die Teile zumindest eben gebrauchen kann. Ich drücke drauf auf Pick a Winner und wir schauen mal, wer das hier demnächst in der Hand halten wird. Es ist Fan der Steinchen, Hashtag Folienfan. Also natürlich auch an dich ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, also an Fan der Steinchen. Liebe Grüße auch an dich natürlich. Und du bist jetzt der neue Besitzer von einem Boba Fett Starshiper mit Chip mit einer etwas zerdrückten Box und natürlich dem AT-AT, dem Sith Trooper und dem Imperator Palpatine. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir nur noch 326 Kommentare übrig für den Platz Nummer 1. Nämlich einen Haufen an Bambus-Accessoires und natürlich dem Sith Trooper. Und was sagt ihr? Ich würde sagen, wir starten mit Pick a Winner. Die 326 Kommentare. Jeder sitzt jetzt gerade da und hofft natürlich, dass er der Gewinner ist. Ich weiß, die Bambus-Zahnbürsten, die sind der absolute Wahnsinn. Und ich weiß, dass einige von euch sogar in die Kommentare geschrieben haben, dass sie unbedingt diese Bambus-Sachen haben möchten. Deswegen gucken wir jetzt mal rein. Trifft es irgendjemanden von denen oder irgendwen anders, der damit vielleicht hoffentlich was anfangen kann? Wir drücken drauf. Pick a Winner. Ich bin super gespannt. Seid es auch. Wir drücken drauf und es ist Luca Meyer, Hashtag Folienfan. Also an dich natürlich auch ein herzliches Glückwünschchen oder Glückwünschchen für natürlich den Sith Trooper, weil du ein Hashtag Folienfan bist. Aber natürlich auch für einen riesigen Haufen an Bambus, Star Wars, Zahnputz, Etuis und generelles Zubehör. So, im Anschluss an das Video werde ich die Kommentare, die gewonnen haben, noch einmal beantworten. Das kann ein bisschen dauern, weil ich heute auch noch zum Grillen bei meiner Familie eingeladen bin. Deswegen also erwartet es irgendwann heute im Laufe des Tages. Ich freue mich natürlich für alle Gewinner und für alle, die eben nicht gewonnen haben. Das nächste Gewinnspiel kommt sofort. Ich beeile mich natürlich auch damit. Ich freue mich da auch schon ganz herzlich drauf. Für heute soll es das allerdings gewesen sein. Schaut euch natürlich auch gerne das Video in der Endcard an. Da habe ich euch nämlich den letzten Haul verlinkt und der ist absolut wahnsinnig geworden und die Sets, die dabei sind, sind einfach absolut grandios. Ich danke euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.